diskutieren, ob mit Wirtschaftsverbänden, mit Umweltverbänden, mit Verbänden aus dem Erneuerbaren oder aus dem klassischen Bereich. Es dominiert in der Vergangenheit überall die betriebswirtschaftliche Sicht. Aber die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir sie volkswirtschaftlich so konzipieren, dass die Dinge zusammenpassen. Natürlich müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen. Aber an der Stelle möchte ich dann doch in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass wir bei den Hausaufgaben ein gutes Stück vorangekommen sind. Ich kann die letzten 15 Monate etwas detaillierter überblicken. Und ich sage Ihnen, wir haben in dieser Zeit immerhin es geschafft, beim Thema Netzausbau, der Präsident der BNetzA ist hier anwesend, einen Quantensprung zu erreichen. Das Zweite, was wir erreicht haben, wir haben im letzten Jahr mit der Offshore-Haftungsregelung verhindert, dass das Projekt Offshore-Windenergie, kurz bevor es eine praktische Relevanz bekommt für die Energieversorgung, in ganz schweres Wasser kommt. Wir haben verhindert, dass die Investoren abgesprungen sind. Wir haben dafür gesorgt, dass mit dieser Haftungsregelung eine politisch sicherlich nicht populäre Entscheidung getroffen wurde, die aber in der Sache notwendig war. Und jetzt nehmen wir die ersten Offshore-Windparks in Betrieb. Und dann möchte ich allerdings an der Stelle auch einmal sagen, es gibt dann auch Bereiche, wo die Verantwortlichen aus der Wirtschaft gefordert sind. Man kann nicht immer nur sagen, der Staat soll mehr Marktwirtschaft machen und die Wirtschaft kann das alles 10-mal besser. Und wenn es dann darum geht, die konkreten Projekte zu realisieren, werden zum Teil Fehler gemacht, die uns Glaubwürdigkeit und Akzeptanz für das Projekt in erheblicher Weise kosten. Also um das mal zu konkretisieren, als wir Rifgard in Betrieb genommen haben, vor einigen Wochen, da war der Umstand, dass Rifgard nun ein halbes oder dreiviertel Jahr mit Dieselöl die Rotoren bewegen muss, sind glaube ich 21.000 Liter. Das entspricht etwa der Heizmenge von 10 Einfamilienhäusern pro Jahr. Dass es mit 21.000 Litern Diesel betrieben werden muss, hat dazu geführt, dass dieses Projekt flächendeckend durch die Politik durch den Kakao gezogen hat, nach dem Motto, was macht die Politik für einen Unsinn, wenn sie nicht mal imstande ist, solche widersinnigen Resultate zu verhindern. Und umgekehrt, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen in aller Offenheit, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn hinter jedem Monteur auf der Plattform und hinter jedem Monteur auf dem Kabellegeschiff ein Oberregierungsrat aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium oder von der BNetzA steht. Und wenn der zuständige Bundesminister dann in persönlichen Tauchgängen sich überzeugt, ob irgendwo Weltkriegsmunition vorhanden ist oder nicht. Man hätte das Problem ja in vielfältiger Weise lösen können. Man hätte es zum Beispiel dadurch lösen können, dass man die Gondeln etwas später montiert hätte, wenn man die Gewissheit hat, dass die Leitungen fertig sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muss man auch einmal einfordern, dass die Verantwortlichen in der Wirtschaft dann auch ihren Teil der Verantwortung auch kommunikativ übernehmen, wenn man will, dass ein solches Projekt gelingt. Und deshalb sage ich Ihnen, ich als Bundesumweltminister, und Sie können mir glauben, es ist nicht einfach, aber ich bin überzeugt, dass es richtig ist, stehe zu dem Projekt des Ausbaus der Offshore-Windenergie. Dort hängen inzwischen 30.000 bis 40.000 Arbeitsplätze an diesem Projekt. Es hängt ein Gutteil des Glaubens der internationalen Beobachter in den Erfolg der deutschen Energiewende davon ab, wie wir mit diesem Thema Offshore umgehen. Und deshalb sage ich Ihnen, wir haben die verdammte Verantwortung, alles dafür zu tun, dass der Ausbau von Offshore-Windenergie in den nächsten 4, 5, 6, 7, 10, 15 Jahren so vorangeht, dass das ein Erfolgsprojekt ist und kein Projekt, das mit anderen industriellen oder politischen Großprojekten, die es auch in dieser Region gibt, verglichen wird. Wir haben, meine Damen und Herren, drittens erreicht, dass wir im letzten Jahr die Photovoltaik neu geregelt haben. Und das ist etwas ganz Bemerkenswertes, weil ich bin seit 19 Jahren im Deutschen Bundestag und es ist eines von den Gesetzen, die jedenfalls das Regelungsziel erreicht haben. Was war das Regelungsziel? Das Regelungsziel war nicht, den Ausbau der Photovoltaik zu bremsen, sondern das Regelungsziel war, den Ausbau der Photovoltaik kostengünstiger zu machen. Das neue Gesetz ist ein Jahr in Kraft und das Ergebnis ist, dass wir in diesem Jahr, wenn man die Zahlen sich genau anschaut, die uns die BNetzA und andere übermitteln, dass wir in diesem Jahr an die 4.000 Megawatt neue Photovoltaik ausbauen werden, dass sie aber die EEG-Umlage für das nächste Jahr mit weniger als 0,1 Cent belasten,
weil dieser Neuausbau erstens mit wesentlich geringeren Einspeisevergütungen einhergeht und weil er zweitens zu einem großen Teil eben nicht geschieht, um ins Netz einzuspeisen, sondern zum Zwecke des Eigenverbrauchs und der Eigenproduktion. Und das ist ein großer Erfolg, weil er zeigt, dass diejenige erneuerbare Energie, die in der Vergangenheit mit ein großer und viel kritisierter Kostentreiber des EEG war, vom Kostentreiber hin zu einem, ja, ich will fast schon sagen, neutralen Faktor wird und trotzdem erheblich an Dynamik behält und vorangeht. Und in dem Maße, in dem die PV zu Zwecken der Eigenversorgung ausgebaut wird, geht die Speicherforschung und die Implementierung von Speichern voran. Wenn Sie mit mittelständischen Betrieben reden, die Photovoltaik aufs Dach schrauben, erzählen die Ihnen stolz, wie viele Lithium-Ionen-Speicher Sie in den letzten Monaten verkauft haben, wie groß das Interesse von Mittelständlern, von Privatleuten an dieser Speichertechnologie ist. Wenn Sie mit Energieversorgern reden, dann stellen Sie fest, dass auch das dort die Fantasie inspiriert. Wir haben 50 Millionen eingesetzt, um diese Speicher zu fördern. Wir haben 200 Millionen eingesetzt zur Speicherforschung von Power to Gas bis hin zu Lithium-Ionen-Batterien und anderen Lösungen. Auch in dem Bereich gehen wir voran. Allerdings fällt dann auf, dass die Veränderung bei der Photovoltaik überhaupt nicht auffällt. Wenn Sie jemanden draußen fragen, ob wir denn irgendetwas Gutes gemacht hätten im Bereich der Reform des EEG, und dann werden die Leute Ihnen Unterschiedliches sagen, aber Sie werden jedenfalls nicht dieses Gesetz zur Neuregelung der Photovoltaik ansprechen. Das hat einen ganz klaren Grund, weil die Photovoltaik in den letzten Monaten so etwas wie der Ersatz-Punching-Ball geworden war, nachdem das Thema Atomenergie, was 30 Jahre lang die Diskussion polarisiert und gespalten hat, weggefallen ist. Dann haben einige gedacht, sie könnten jetzt über erneuerbare Energien versus konventionelle diskutieren. Das hat sich ebenfalls als wenig aussichtsreich erwiesen, weil die Energiewende inzwischen von immer weniger Leuten bestritten wird. Und dann hat die Diskussion sich verlagert auf das Feld der Photovoltaik. Und die einen waren der Auffassung, dass jede Kürzung einer Einspeisevergütung, jede Deckelung einer Förderung per se einen Anschlag auf den Ausbau der erneuerbaren Energien darstellen müsste. Und die anderen waren der Auffassung, dass die Photovoltaik viel zu wenig gekürzt worden ist und dass man am besten die Förderung komplett eingestellt hätte. Und nun stellen beide konsterniert fest, dass der Ausbau weitergeht, dass er aber nicht mehr teuer ist. Und beide gehen zur Tagesordnung über und tun so, als sei wenig geschehen. Aber das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist schade, weil es nämlich eine Chance, weil wir damit eine Chance verpassen, zu zeigen, dass Energiewende auch politisch gestaltbar ist. Dass sie politisch gestaltbar ist und dass man mit dem gesetzlichen Regulatorium, was wir haben, auch die Ziele jedenfalls, die der Gesetzgeber sich dann mehrheitlich setzt, und in dem Fall waren es 16 Bundesländer, SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP gemeinsam, dass man diese Ziele erreichen kann. Wir haben in den letzten 12 Monaten jenseits der konkreten Gesetze, ich könnte Ihnen noch 3 oder 4 weitere nennen, jenseits der konkreten Gesetze 2 wichtige Ziele in der politischen Diskussion geschafft. Das erste ist, dass die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien trotz aller Probleme und trotz aller Debatten inzwischen weitestgehend akzeptiert sind. Als ich Bundesumweltminister wurde, gab es in jedem Interview die Frage, ob wir denn nicht vielleicht doch noch einmal eine Renaissance der Kernenergie erleben und zurückkommen werden zu verlängerten Laufzeiten, ob nicht einige Kernkraftwerke länger laufen müssen, ob wir nicht vielleicht noch neue Kernkraftwerke bauen müssen. Das hat sich ein halbes Jahr hingezogen. Ich habe auf jede dieser Äußerungen freundlich, wie es meine Art ist, aber entschieden reagiert. Der letzte Versuch ist gestartet worden kurz vor Weihnachten. Der kam von einem guten Freund von mir aus Brüssel. Auch da habe ich unabhängig von allen parteipolitischen Präferenzen im Übrigen ganz klar gesagt, dass es fatal wäre für die politische Diskussion in Deutschland, wenn wir nach rückwärts und nicht nach vorne schauen. Und dieses Kapitel ist inzwischen abgeschlossen. Im Übrigen, wenn Sie zu dem Thema Beherrschung der Kosten der Kernenergie etwas wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie nach Frankreich, schauen Sie nach Großbritannien. Und der Umstand, dass eine Energie, die seit 40 Jahren auf dem Markt existiert
offenbar immer noch, wenn es um den Neubau von Kraftwerken geht, auf öffentliche Subventionen angewiesen ist. Andernfalls würde man beim EU-Beihilferecht nicht darauf dringen, dieses zu öffnen für Kernkraftwerke. Das zeigt, dass die Kernenergie nicht nur unter Sicherheitsgesichtspunkten, sondern auch unter Kostengesichtspunkten keine Lösung für die Probleme der nächsten 30 Jahre sein kann.